scheiße. Der war auch einfach scheiße süß. Ja, den habe ich nicht mal reingewollt, dich Idiot, den habe ich vergessen. Ich glaube, der war sogar bei mir Platz 3 oder so. Hey, was denn? Was ist das? Was ist das für eine Eingrenzung? Scheiße, ich habe sie sogar auf Platz 2 oder so, Mann. Wie konnten wir die vergessen? Zieht eure Ratemützen auf, wir erraten mal wieder eine Top 10. Diese widmet sich heute unseren liebsten Companions der Videospielgeschichte. Egal ob Mensch, Tier oder künstliche Intelligenz, alle treuen Freunde und Freundinnen, die uns durch digitale Abenteuer begleitet haben, haben eine Chance, auf dieser Liste zu landen. Unsere Redaktion hat abgestimmt und ihr werdet das Ergebnis mit Sicherheit lieben. Welche 10 es in die Liste geschafft haben, raten in dieser Ausgabe mit euch die besten Companions der Game 2 Crew, Esther und Trant. Viel Spaß! Ich würde den sehr beliebten, grünen, langzungigen Yoshi nehmen. Also, ja. Er ist sehr bekannt, er ist sehr beliebt. Ja. Ich wette, der ist auf der 1. Yoshi ist auf der A. Ja, okay. Okay. Aber sehr gut. Ich mache direkt weiter. Ich würde den allseits beliebten Garrus Vakarion nehmen. Weil my love, always. Ja. Ja. Oh, krass, aber... Zwei? Ja, okay. Was hat ihn so toll gemacht eigentlich? Hä, hey, das ist der beste Charakter. Wieso denn? Ja, der hat... Also erstens ist er sympathisch, zweitens ist er witzig, drittens ist er gut im Kampf und viertens... Gut im Kampf. Ja, okay. Ja, auch gut im Kampf. Good place to blow off steam. Scenery's not bad either. Though the view in front of me is even better. Und witzig war der, weil der immer versucht hat, Menschen zu verstehen, oder warum? Nee, ich hab den immer zusammen mitgenommen mit Rex. Und zusammen waren die so ein bisschen Legolas Gimli. Ach so. So, die beiden zusammen waren immer ziemlich fandfahrig. Okay. Also ich hoffe, dass er drin ist, aber er wird nicht weit oben sein. Aber Claptrap ist, glaube ich, ein sehr beliebter Companion aus Borderlands. Der ist nämlich lustig. Ach. Okay. Hat wahrscheinlich wieder keiner gezockt. Aber vielleicht... ist ja der Companion Cube aus Portal drin. Companion Cube auf der 7. Das ist halt scheiß unoriginell. Er hat halt nichts gemacht. Ja, es war ein Gag, ja, dass er dein Freund sein soll als Kackwürfel, aber ja, ich bleib bei dem Spiel und nehme nämlich jetzt Wheatley. Der war nämlich wirklich lustig. Mhm. Das war auch ein Companion, war der, glaube ich, nur in Portal 2, ne? Auf der 5. So. Oha, okay. Ja, er ist auch besser als der Würfel. Ich glaube, das ist auch nicht schwer. Oh, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Kuru. Du sagst jetzt nichts. Elizabeth aus Bioshock Infinite. Ach, Leute, das ist super langweilig. Elizabeth auf der Yes! Okay. So. Okay, das läuft gut. Das läuft gut bisher. Ja, jetzt bei mir aber nicht mehr so, weil mir fallen jetzt keine populären mehr ein. Also. Doch, ich habe noch mehr. Plötze aus Witcher 3. Plötze ist nicht, Was? Okay. Bestes Pferd, ja, okay, alle keine Ahnung. War das nicht ein normales Pferd? Ja, aber das beste Pferd. Das beste normale Pferd. Okay. Außer Epona? Okay. Also ich bin nicht so das Pferdegirl, aber okay, anderes Pferd. Epona war auch eigentlich ein normales Pferd, so. ich versuch's mal mit, nee. Ja doch, ich sag's, also Sheva Alomar aus Resident Evil 5, aber... wird keiner drauf gebotet haben. Ich fand die aber ganz cool. Was leider nur? Ja, dachte ich mir fast. Okay, auch wenn wir es schon zweimal drin haben, sage ich trotzdem jetzt nochmal GLaDOS, weil die war ja auch dann dein Companion in Portal 2 und die war ja, glaube ich, auch ein guter, funny Sidekick so. Mhm. Muss einer reingebotet haben eigentlich? Wurde geforscht, aber. Hat es nicht geschafft. Dreimal Portal wäre auch schon. Ja, wäre dumm, aber. Wäre doll. Hätte sein können. Ja, es war. Luigi? Who painted the Mona Lisa? Oh, oh, we know this one. Da Vinci? Okay. Wer soll denn auf 1 sein? Ein Pokémon? Ein Pokémon? Ein Pokémon ist auf Pikachu der... oder so? Okay. Pikachu ist nicht drauf. Aber ein Pokémon? Kann ich dir so nicht beantworten. Hä, hey, ja oder nein? Du musst schon alle Pokémon durchgehen jetzt. Ja, natürlich. Who's that Pokémon? Kennst du viel? Das mit der Zwiebel auf dem Rücken noch? Bisasam. Shiggy. Glumanda. Gertl, 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 wenn das heißt.
Dieser Panzerschildkröte? Evoli. da hört es bei mir auch schon auf. Mauzi. Mauzi ist auf der 1. Nein. Ist kein Pokémon drauf, Leute. Kein Pokémon, okay. Dogmeat. Ah! Dogmeat auf der 1. Auf der 1. Oha, okay. Aber er war doch nur ein Hund. Bester Hund. Aber okay. ich hab ihn auch reingevotet. Ja, ich auch, aber ich hätte nicht gedacht, dass er auf der 1 ist. Okay, nee. Ja, gut. Hunde immer gut. Wen hab ich denn noch? Ja, ich sag jetzt noch einen, den ich gevotet habe, aber der wird auch nicht drin sein, nämlich der Dexter aus Jack and Dexter. Der war auch recht lustig. Kein Dexter. Clank? Mhm. Nein? Ja, das war's. Das waren alle Companions. Fertig. Also ich habe es nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie der ausgesprochen wird, aber dieser Android aus Star Wars? Robby? AK-47? C-3P? Keine Ahnung, wie heißt der? Ich weiß nicht, Robby. Alter, AK-47? Heißt der nicht so? Es gibt einen, aber ist der aus Star Wars? HK-47 oder was? Du meinst den aus Knights of the Old Republic? Genau. Ja, den, der alle ja, aber nein. Wen gibt's denn noch? Scheiße, uns fallen die offensichtlich nicht ein. Ich habe noch Kazooie aufgeschrieben, aus Banjo-Kazooie, aber das alte Scheiße wird auch keiner reingevotet haben. Dann stellt sich dir nicht eine Frage, wenn du hörst, dass Kazooie nicht drauf ist? Wo ist Kazooie? Wo ist Kazooie? Eben war er doch noch hier. Lydia aus Skyrim. Ich habe sie nicht reingevotet, weil die mir immer im Weg stand, aber sie war schon... Ich auch nicht. Ich wollte sie aber rein... Oder habe ich sie auf 10 geladen? Ich weiß nicht. Also sie macht eigentlich gar nichts, außer dein Zeug tragen. Mhm. Aber das ist nicht gar nichts. Ja, ja. Boah, ich bin gerade echt ein bisschen... Trico aus The Last Guardian. Trico aus der 9. Ja, gut. Scheiße. Der war auch einfach scheiße süß. Ja, den habe ich nicht mal reingevotet, ich Idiot, den habe ich vergessen. Ich glaube, der war sogar bei mir Platz 3 oder so. Ja gut, dann gäbe es ja noch, obwohl, wie heißt das Pferd aus Dingsbums? Dann haben wir alle Pferde durch aus Shadow of the Colossus. Ostwind? Nicht irgendwie Agro oder so? Ostwind. Go! Go! Warum macht sie nix? Agro heißt das Pferd, aber ist nicht drauf. Irgendein Pferd muss doch da drauf sein jetzt. Haben wir alle Pferde durch. A random Pferd aus Red Dead 2. Leider nein. Wer ja auch recht bekannt ist, ist Sully aus Uncharted. Sully aus Uncharted auf der 3. Oh, okay. Krass. Okay, uns fehlen nur noch 2. Das wird echt eng. Ja. Ich habe noch ein Tipp, und zwar Jackie Wells auf Cyberpunk. Der hat es nicht geschafft. Gibt es noch irgendeine Nintendo-Kacke? Toad ist kein Companion, oder? Weiß ich nicht. Ich sag's mal, was ist mit Toad aus irgendeinem Mario-Game? Toad ist nicht. Okay. Was ist mit Tails von Sonic? Hab ich gewotet, aber ist nicht drauf. Navi. Ja. Aber aus Zelda. Hat so viele Leute genervt, glaube ich. Ja, die. Also ich habe sie auch nicht reingevotet. Nee. Aus anderen Zelda-Dingern? Midna? Midna hat auch ein paar Punkte bekommen. Ist aber nicht drauf. Was ist denn noch so ich richtig sie auch bekannt? Nicht bekommen, aber ich überlege gerade auch, dass der vierte Platz noch offen ist. Gibt es noch so einen typischen funny Sidekick? So ein Comic Relief, der immer Witze reißt, den finden die Leute auch immer toll. Muss da noch einen geben? Also eins von denen musst du auf jeden Fall erraten, Esther. Ich? Ja, das ist schon zu viel Tipp. Ach, Cortana! Scheiße. Scheiße, ja. Ich hab sie sogar auf Platz 2 oder so, Mann! Wie konnten wir die vergessen? Oh, sehr gut. Auf 10 Uhr, aha. Ja gut, ich meine. Oh, ja, wie das ist natürlich, das hätte ich erraten müssen. Tja, aber ich habe erraten. Okay. Eine noch. Ein Platz und das ist Platz 4. Platz 4. Das kann eigentlich nicht, das muss eigentlich sehr offensichtlich sein. Wen habe ich denn noch drin? Was zocken denn die Leute oft? Aus Resident Evil ist gar nichts drin. Aber ich weiß nicht, gibt's ja auch nicht. Gibt's bei Resident Evil noch?
coolen Companion? Na, du bist eigentlich meistens alleine unterwegs. Dann gibt es noch hier die Ashley aus 4, aber die mag ja keiner. Was ist mit God of War, Mimir oder Atreus? Heißt er ja, so? Atreus? Ne? Nicht drauf. Beide nicht? Hier, was ist irgendein Final Fantasy oder irgendwelche Rollenspiele, wo die Party halt hier so eine Yuna oder wie heißt sie? Tifa. Tifa. Yuffie, ich kenne nur von 7 ein paar. Aerith? Heißt sie so? Ja, wir müssen durchgehen. Dann, was ist mit Tifa? Sind doch alle spielbar. Ach so. Ach, die sind alle spielbar. So, aber ich hab's auch nicht gespielt. Nee. Okay. Ja, aber was, denn dann komme ich jetzt zu Baldur's Gate 3, dann müsste Habe ich auch gerade ja überlegt. Aber die kann man ja theoretisch auch selber spielen, aber... Aber im Grunde hast du deinen Charakter und alle anderen sind Companions, die mit dir mitgehen. Ja, eigentlich schon. Kann man so viel sagen. Ist niemand, der in diese Kategorie fällt. Sonst hätten Tim und ich vorher gestern schon Ärger gehabt mit mir. Ach so. Also niemand, der in die Kategorie fällt, könnte man theoretisch selber spielen. Ja. Okay. Wobei auch nicht so richtig. Hey, was denn? Was ist das? Was ist das für eine Eingrenzung? Ist zumindest in dem einen Hauptspiel. Niemand, den man nicht in einem Spiel, der zumindest in einem Spiel nicht selbst spielen kann. In einem Spiel kann man ihn nicht spielen. Naja, also wenn richtig. Es dann irgendwann irgendwelche Spin-Offs gibt oder sonst was, wo man den dann doch mal spielen kann, dann zählt er. Aber wenn es kein Spiel gibt, wo man ihn nicht spielen kann, dann zählt es nicht. So. Alex. Aus Half-Life. Ja. Echt? Ja! Hätte einfach geil sein können. Okay. Ja. Ja, krass. Ja. Halt easy. Gibt's niemanden von Mass Effect, den du nicht magst? Doch, Miranda. Hm. Nee, die kann... Nee. Die gehört da nicht drauf. Ist die zu tough oder was? Oder? Nee, ja. Die möchte gern tough. Ach so. Ja, aber die anderen sind alle geil. Ja, cool, Feierabend. Ja.